FOMO, im Englischen Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, ist eine Form der Angst, etwas zu verlieren, was man nie hatte. Man könnte sie daher als einen geistigen Defekt bezeichnen. Sie ist jedoch weit verbreitet und real und kann dazu führen, dass wir etwas bedauern, das gar nicht stattgefunden hat. FOMO ist ein Tier, das sich vor Fremden und größeren Gruppen scheut, sich aber gerne in intimen sozialen Beziehungen versteckt. Es kann dein Ego angreifen, wenn ein enger Freund weiterkommt. Es zerreißt dich, wenn andere sich amüsieren und du nicht eingeladen bist. Es verprügelt dich, wenn dein Rivale das bekommt, was dir eigentlich zusteht. Und wenn du Liebeskummer hast und nicht einschlafen kannst, bereitet dir deine FOMO die schlimmsten Albträume. Die ganze zerstörerische Kraft der FOMO lässt sich bei Tom und Jeff beobachten. Zwei Freunden, die 2012 beschlossen, ihre Ersparnisse in Bitcoin zu investieren. In den nächsten Jahren stieg der Bitcoin-Kurs stark an. Die beiden hielten sich für brillante Investoren und glaubten, dass ihre Wette die klügste Entscheidung ihres jungen Lebens gewesen sei. Aber sie machten sich auch zunehmend Sorgen, dass diesem wertvollen Einsatz und ihrer neuen Identität etwas zustoßen könnte. Tom hatte Angst vor Verlust. Dann, eines Tages, begann der Preis von Bitcoin plötzlich zu fallen und fiel dann dramatisch. Toms Verlustangst wurde zu stark und er beschloss, die Hälfte seiner Bitcoins zu verkaufen. Jeff, der stark an das Projekt glaubte, verkaufte nicht. Nachdem er sein Geld abgehoben hatte, fühlte sich Tom erleichtert, obwohl seine verbleibende Bitcoin-Investition immer weiter fiel. Dies sehen wir bei Tom, denn obwohl er immer noch Geld verlieren könnte, will er das schützen, was ihm noch wertvoller geworden ist: seine Identität als brillanter Investor. Aber dann nimmt unsere Geschichte eine dunkle Wendung. Kurze Zeit später stabilisierte sich der Bitcoin-Kurs zunächst und stieg dann immer schneller an. Aber Tom, der immer noch viele Bitcoins besaß, war nicht glücklich. Nein. Während er nachts im Bett lag, kroch seine FOMO aus ihrem Versteck und malte eine schreckliche Zukunft. Tom fing an zu glauben, dass er einen großen Fehler gemacht hatte, der ihn als armen Trottel zurücklassen würde, während sein Freund Jeff der Millionär sein würde, von dem sie beide träumten. Und so hoffte er, obwohl er immer noch eine beträchtliche Menge an Bitcoins besaß, dass der Kurs total abstürzen und die Kryptowährungen absolut scheitern würden. Was geht hier also vor? Die FOMO befällt Tom, weil Jeff sein Freund ist. Gleiches Alter, derselbe Freundeskreis, jemand, der genauso ist wie er. Der Unterschied seiner Meinung nach ist, dass Jeff ein brillanter Investor ist, während Tom sich wie ein Idiot fühlt. Tom weiß, dass er Jeffs Erfolg hätte erreichen können. Da er nicht den Rest seines Lebens mit diesem Gedanken leben will, hofft er, dass sie beide kläglich scheitern werden. Die Forschung über FOMO zeigt, es gibt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Höhere FOMO-Werte werden mit einem jüngeren Alter in Verbindung gebracht. Es wird mit neurotischen Menschen in Verbindung gebracht und einsame Menschen erleben es häufiger. Aber welche Angst ist stärker? Die Angst, das zu verlieren, was uns gehört, oder unsere Angst, etwas zu verpassen? Oder sind die beiden im Grunde genommen ein und dasselbe? Teile bitte deine Gedanken in den Kommentaren mit. Oder erzähle uns von deinen eigenen Erfahrungen mit Gefühlen von Angst, Furcht oder FOMO.